So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar spielen wir heute den zweiten Teil von Ori. Und zwar Ori and the Will of the Wisps. Oder and the Will of the Wisps. Egal. Ich glaube, es ist mit the und nicht the. Egal. Ich bin WhiteDTV, WhiteD oder einfach nur Basti. Und ich habe euch schon auf meinem Kanal die alte Playlist vom alten Kanal Grampy Games hochgeladen. So als Vorschmankerl hierzu. Und ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich da drauf. Ich habe das Ganze jetzt mal so auf höchste Grafik alles eingestellt. Sollte passen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier unten das HDR leider nicht benutzen können. Also rein theoretisch kann ich es benutzen. Dann sieht es bei mir extrem geil aus, weil das halt die Farben und so nochmal dunkler macht. Etwas dynamischer, etwas gestochen schärfer. Aber in der Aufnahme sieht das richtig blöd aus. Also einfach nicht gut. Ich muss mein Mikrofon noch hier so ein Stück nach. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, das Mikrofon wieder vor mich zu stellen. Ich weiß nicht, ich habe alte Aufnahmen von mir gesehen und da klang meine Stimme irgendwie besser. Es hat nicht so Gehalt, es war einfach angenehmer. So, dann würde ich sagen, starten wir ins Spiel. Es werden wieder 20 bis 30 Minuten Parts. Wir werden wieder 100%. Und ich glaube, das sieht alles ganz gut aus. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut, nicht zu leise. So. Ja, es ist ein absolutes Blind-Projekt. Es gibt keine Testaufnahme oder nichts. Wir fangen jetzt einfach an. Schwer, klar. Sind Sie sicher? Ja, schwer. Aber auf jeden, Junge. So, dann kommen wir, glaube ich, jetzt ins Intro. Und dann würde ich erstmal sagen, bis gleich, Leute. Okay, doch kein Intro. Wir dürfen direkt losspielen. Ja, dann, oh, wir können schon direkt wieder springen. Ja, okay, okay. Wir haben sonst noch keine Fähigkeiten. Oh, Gumo! Yeah, man. Oh, Leute, für die diese ganzen Charaktere jetzt nicht kennen, empfehlenswert, ne, nochmal. Playlist, erstes Teil, wir können instant klettern. Also nicht so richtig, sondern man muss halt springen und in die... Wow. Okay, das war eigentlich im ersten Teil eine Fähigkeit, die man lernen musste. Ewig werden wir uns an diesen Tag erinnern. Oh, eine Hängematte. Oh, sieht schon wieder richtig gut aus einfach, ne? Oh, und die Musik ist einfach so rabengeil, Alter. Als das Leben nach Nibel kam. Oh, guckt euch die Familie an. Eine kleine Eule. Oh, die haben wir übrigens im ersten Teil gerettet, ne? Ihre Mama-Eule war die im ersten Teil die Böse und hat uns versucht zu vertreiben und zu besiegen. Wir nannten sie Ku. Oh, guck mal, im Hintergrund ist diese Rieseneule. Oh, sie wird erwachsen. Oh. Ah ja, wie im ersten Teil, dass die neue Sachen basteln und... Alter, wie cool. Oh, und die malen überall hin. Ach ja. Eine große, glückliche Familie. Wirklich, wirklich schön. Also der Artstyle hat sich leicht verändert, tatsächlich. Es sieht ein bisschen anders aus zum ersten Teil. Ein bisschen grafisch... Würde man jetzt hochwertiger sagen, ich bin mir nicht sicher. Ori, wach auf. Oh, der kleine Traumfänger. Oh ja, erstmal strecken. Oh, wir können schon den Doppelsprung. Ah, ne, nicht. Okay, ich dachte... Weil manchmal macht er diesen coolen... Wenn man... Oh, ich muss mich erstmal hier ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, aber... Muss ich hier hoch? Hallo? Ich kann da nicht hoch. Oh, das Environment spielt jetzt mit. Das ist ja cool. Die ersten Flugversuche. No. Tätschel, tätschel. Los, flieg. Oh, ihre Flügel sind verbrannt. Oder ein Flügel ist verbrannt. Warum ist ein Flügel kaputt? Hey, wir finden sie doch als Ei. Oder ihn. Sie? Ich nenne die Eule jetzt mal eine Sie. Weil Ori ist ein Er und die Eule ist eine Sie. Und dann sind die ein cooles Team. Nein, sie mag keinen... Nicht diese... Ich weiß nicht mal, was das für eine Frucht ist. Sieht fast aus wie ein Apple, aber... Suchen jetzt Würmer? Ja, sie suchen tatsächlich Würmer. Ja, die Würmer greifen zurück an. Ist klar. Ja, sie sieht einfach wirklich gut aus. Einfach. Es ist einfach... Okay, ihr habt jetzt auch exakt dieselben Farben wie ich. Das ist mir wichtig, dass ihr genau dasselbe seht wie ich hier. Alter. Wie groß sind diese Flugviecher? Aber warum ist ihr... Der Himmel rief sie. Okay, es ist eine Sie. Alles klar. Oder sie, der Schwarm, die Vögel, die Eule. Ich bin mir wieder total unsicher hier. Gumo und Naru hörten es auch. Ja, dann... Ach, sie als Tier... Nein. Ja. Oh. Ach so, nein, okay. Sie als die Eule. Okay. Ich dachte, wir ziehen jetzt los. Aber... Ich verstehe nicht, warum ihr Flügel kaputt ist. Wir haben sie doch als Ei bekommen. Oder gefunden. Haben sie vor dem Feuer gerettet im ersten Teil. Und... Wir haben sie auf jeden Fall vor dem Feuer gerettet. Also warum soll ein Flügel kaputt sein? Ich verstehe es nicht. Ich mag es einfach nicht verstehen. Dieser Flügel gehört ganz. Und das werden wir jetzt auch irgendwie hinbekommen. Es sieht so schön aus, Leute. Und der Soundtrack macht mich direkt wieder nostalgisch. Ist direkt wieder schön. Wie surreal Ori einfach zu Nu aussieht. Also, wie Nu irgendwie in diese Welt gehört. Also vom Artstyle her auch. Und Ori ist einfach so... Einfach Licht. Also, ihr wisst, was ich meine, oder? Er passt irgendwie nicht richtig da rein. Und was ich mich jetzt auch frage... Ich habe so viele Fragen an dieses Spiel. Und das muss mir das Spiel alles beantworten. Ich kann nichts machen. Achso. Die Antwort lag in der Vergangenheit. Okay, ich darf nicht... Ich darf jetzt auch nicht mehr springen. Hä? Doch, ich darf springen. Hä? Warum hat Ori alle seine Fähigkeiten verloren nach dem ersten Teil? Weil wir hatten auch dieses kleine Lichtding. Muss ich hier mit... Exactly? Jo, alles klar. Mutters letztes Geschenk. Ah. Okay. Ja, alles. Wir können selbst schon den Doppelwandsprung. Okay, wir können... Kuros Feder. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke RT, um frei umherzugleiten oder Luftströmungen auszunutzen. Okay. Okay. Stimmt. Hui. 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 Miau. Das ist einfach... Ah, die Steuerung ist wieder so schön. Es ist einfach so großartig. Ach, Ori ist einfach so toll. So ein toller Dude. Kann sie sich die jetzt anstecken? Oh, bindet ihr die einfach um? Oh, Leute, das ist einfach so schön. Oh, ich komme nicht raus, ne? Ich habe mir jetzt wirklich viel Zeit gelassen mit dem Spiel. Das überhaupt zu spielen. Weil ich dachte, okay, alle hypen das so extrem hoch und ich warte erstmal die ganzen Patches ab und alles. Und die ganzen Balancings, was jetzt auch tatsächlich vor kurzem noch der Fall war. Ich glaube, am 4.6. oder so kam der Patch 2 raus. Wo ganz viel Balancing mit drin. Er schnürt ihr die echt um. Oh, wie cool! Sie kann jetzt tatsächlich ein bisschen fliegen. Nein. Oh, gemeinsam mit neuen Flügeln. Oh, wie cool. Ah, okay, aber ich kann nicht unendlich fliegen. Okay. Kann ich switchen? Das sozusagen... Der Himmel war zum Greifen nah. Ja! Oh, die Augen! Diese... Oh, oh yay! Der Ender Tree. Oh Gott. Wie ihm der Apfel aus der Hand fällt. Oh Leute, sieht das gut aus. Das ist einfach, das ist genau der Artstyle, den ich so extrem liebe. Das Problem ist, es ist alles zu schön. Es läuft zu gut. Oh, der Lavaberg. Ja, stimmt. Alles Settings, die wir aus dem ersten Teil, oder die Leute aus dem ersten Teil kennen, oder ich jetzt speziell. Es sieht einfach so schnieke dufte aus. Oh, wird die Eule jetzt von den, ich weiß nicht was, ich nenne es jetzt einfach mal Schwan, von den Schwänen aufgenommen? Sie darf mitfliegen. Sie scheinen also nicht aggressiv zu sein. Oh nein, ein Unwetter. Warum ziehen die Schwäne so einen Schweif hinter sich her? Habt ihr das gerade gesehen? Sind es auch irgendwelche Wesen mit Fähigkeiten? Oh nein. Oh nein. Nein, 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 er hat die... Oh, gerade noch so gefangen. Nein. Oh nein. Vom Sturm getrennt. So begann unsere Geschichte. Und Leute, so beginnt unsere Geschichte anscheinend. Oh, da ist so eine kleine Katze. Ey, das sind so Ori-ähnliche Wesen. Also, naja. Weit hergeholt, aber sie sind auch katzenartig. Oder eher so Erdmännchen. Oh, Leute, ist das geil. Oh, das Spiel ist genau richtig laut. Es passt einfach alles. Ich hoffe, die Aufnahme ist auch jetzt noch cool und gut und alles ist schön. Er sagt wirklich Nu. Habt ihr es gehört? Der Tintenmoor. Okay. Leute, damit sind wir im Game. Und ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, wir werden auf jeden Fall wieder 100% spielen. Wir haben bis jetzt... Okay, wir haben so eine kleine Minimap. Das Level scheint jetzt noch nicht so... Ach so, wir können nur in unserem Leben, was wir erforscht haben, agieren. Wir haben sonst noch gar nichts. Gegen dich kann ich nichts tun, da ich keine Fähigkeit habe. Okay, aber hier kann ich... Ja. Lebenskugel. Du hast eine Lebenskugel gefunden. Sammle sie, um Oris Gesundheit... Ja, ja, genau. Oris Gesundheit wiederherzustellen. Zum Glück haben wir noch keine... Kann ich hier hoch? Nee. Aber ich kann hier rüber. Und dann hier hoch. Und dann einfach... Hier hoch. Ja, okay. Und dann... Warte. Warte. Ist hier schon was? Nee, hätte ja sein können. Okay, okay, okay. Passt. Oh, nee, wir... Ja, okay, wir können auf jeden Fall hier drin agieren. Oh, der zeigt auf der Map jetzt auch wirklich direkt an, wo was ist. Kann ich mir dich schon holen? Kann ich schon schieben? Ich kann schieben und ziehen. Was ist das? Fragment ein... Oh, nicht direkt, aber ein Fragment einer Lebensessenz. Du hast ein Fragment einer Lebensessenz gewonnen. Finde die zweite Hälfte, um meine Max-Leben zu erhöhen. Ah, alles klar. Die Frage ist jetzt, müssen... Ah, das ist wieder so geil. So dieses... Was bist du? Oh Gott, Sophie! Kann ich schon schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Alles klar. Leute, ich kann nicht schwimmen. Das heißt, ich komme hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich... erstmal in die andere Richtung. So wie in jedem guten Jump'n'Run. Erstmal nach rechts laufen. Aber Basti ist nicht so. Der läuft erstmal nach links. Wie komme ich denn hier runter? Ah, auch durch Schwimmen. Alles klar. Er damit. Und das hole ich mir aber direkt. Yay! 50 Erfahrung. Kleines Geisterlichtgefäß. Geisterlicht kann bei freundlichen Kreaturen eingetauscht oder zur Verbesserung von Geistersplittern verwendet werden. Es gibt einen Händler? Hey Leute. Dieses Spiel begeistert mich in den ersten Atemzügen schon. Erstmal nach links. Oh Gott! Alter, habe ich mich erschrocken. Halleluja. Okay, hier komme ich nicht durch ohne... Okay, da oben leuchtet aber auch irgendwas. Ich find's cool, dass inzwischen die Sachen trotzdem leuchten, ohne dass wir die Fähigkeit haben. Oh, hier brauchen wir dieses Beschleunigungsding. Drücke A. Achso, um nach unten zu gehen. Klar, aber wir holen uns erst die Erfahrung. Okay, wir können hier auf jeden Fall nach unten switchen. Na, ja, das sind altbewährte Techniken. Wie die Sachen hier einfach im Hintergrund abgehen. Ich find's so schön, dass das Environment jetzt, also die Umgebung halt tatsächlich mitspielt irgendwo, ne? Hallo? Was ist hier? Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Nö, hier ist... Steht auf dem Schild. Nichts. Okay, dann muss ich hier jetzt noch weiter nach unten. Ah, hallo. Kann ich mit euch reden oder macht ihr mich platt? Fackel nehmen. Okay, wofür brauche ich die? Hallo? Oh, damit kann ich schlagen. Weg mit dir. Oh, ich bin direkt reingelaufen. Das war natürlich nicht so schlau. Ist das jetzt meine Waffe? Geisterlichtkugeln. Ja, ja, genau. Aber damit können wir halt Sachen anfackeln. Und vielleicht nicht direkt auf den Schnüss bekommen. Okay, da müssen wir wieder diese Seelensteine oder was auch immer das sind sammeln. Machst du irgendwas? Im ersten Teil hast du so Sachen geschossen. Oh. Ah, es gibt auch Brandschaden. Das heißt, ich kann die Sachen anzünden und dann einfach weggehen. Und... Aber dich kann ich nicht anzünden, aber... Dich schon. Es gibt auch eine schnelle Attacke. Hier aber nicht. Okay. Jo. Hallo, Herr Kranich. Mit Tok. Krecht. Was bist du denn? Offensichtlich ein Moki. Kommst nicht mal aus Niven, was? Ich bin durchs Land gereist und habe deinesgleichen noch nie gesehen. Bist du vielleicht von jenseits des Wassers gekommen? Nun, was auch immer du bist, ich bin Tok, ein Wanderer in diesem Land, den guten Teilen zumindest. Ich selbst suche hier Schutz vor dem Sturm, aber wenn du noch weiter möchtest, wirst du durch das Geistertor im Osten gehen müssen. Dafür brauchst du zwei solche Schlüsselsteine, die diesen hier und in der Höhle da vorne befindet sich zufällig noch einer. Um dort nach dem Stein zu suchen, muss man aber etwas leichtfüßiger sein, als ich es wohl bin. Was denkst du? Neue Quest. Es gibt Quests! Okay, ich kann hier runter, aber ich kann auch erstmal oben bleiben. Die haue ich erstmal tierisch einer rein. Aber er macht sonst keinen Schaden. Also er macht nicht irgendwie... Ori ist einfach nicht gesprungen. Er ist einfach nicht gesprungen. Noch ein Versuch. Okay, es gibt auch inzwischen Autosave-Spots, ne? Das war im letzten Teil auch nicht so. Normalerweise musste man immer dieses Geistertor öffnen. Das scheint ihm wehgetan zu haben. Ich springe erstmal hier auf den Vorsprung. Alles klar. Ja, was? Ich will die Erfahrung. Oh, es gibt kein Autosammeln. Oder so ein bisschen wenigstens. Was ist hier? Haha, direkt gesehen. Oh Gott. Oh nee. Was bist du denn? Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Okay, was ist denn? Okay, der ist gar nicht so leicht. Aber egal, das kriegen wir hin. Aber ich spiele auch auf schwer, fällt mir gerade auf, ne? Doch, das kriegen wir hin. Ja, komm her. Dreht sich einfach um. Hepp. Komm her, du Nuki. Der kommt. Wow. Er chargt einfach komplett durch. Wow. Okay. Da setzen wir uns direkt mal richtig hin hier für den ersten Kampf. Nee, ist geil. Macht Spaß. Wenigstens ist es ein bisschen herausfordernd. Aber, okay. Er dreht jetzt direkt wieder um. Alles klar. Wie kann ich dich denn... Okay, ich muss ganz knapp hinter dich springen und dann schlagen. Ja, dafür müsste man treffen. Ah! Geh weg! Ah! Yeah! Okay. Nicht so einfach, aber machbar. Ja, ich weiß, wir können da durch, aber was ist... Wofür war das hier jetzt? Ey, wir können... Nein! Meine Fackel ist aus. Springe auf blaues Moos um. Springe, um dich daran festzuhalten. Aber wie? Ach, ich kann einfach klettern. Okay. Good to know. Ich könnte also auch hier hoch. Ah, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Kann ich einfach auf dich drauf springen? Nein, kann ich nicht. Das erklärt so einiges. Aber ich soll anscheinend hier hoch. Kann ich... Nee. Okay, wir sollten auf jeden Fall auch ohne Fackel hier hin. Mhm, ja. Ja, ist gut. Das wird der Rückweg sein. Gut, das war knapp. Unser erster Schlüsselstein. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Für verschiedene Geistertore können jeweils unterschiedliche viele Schlüsselsteine benötigt sein. Ja, das wissen wir. Der fehlende Schlüssel. Quest aktualisiert. Oh, okay. Das heißt, hier ist das Geistertor und er sagt uns jetzt, der fehlende, du hast den fehlenden Schlüsselstein gefunden. Bring ihn zurück zu Tok. Zeige Tok. Und als Belohnung bekommen wir... Oh, okay. Ist das der Weg, seitdem wir gestorben sind, oder was? Was macht das Spiel mit mir? Ach, ich wollte wieder Super Mario-like draufspringen. Okay, hier muss ich irgendwie über dich drüber. Aber hier ging es doch auch noch runter. Gucken wir mal, was hier unten ist. Nein, da hätte ich echt die Fackel gebraucht. Ach, Mist. Kann ich mir die Fackel nochmal holen? Tok, warte kurz. Das war dumm. Irgendwie sehr dumm. Ich wollte mir noch ganz kurz einmal die Fackel holen. Hoffentlich können wir uns die jetzt nochmal holen. Warte kurz, Tok. Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich wieder da. Die war hier oben, richtig? Hier nach links. Hier hoch. Nein! Och nee, Alter. Oh... Kriegen wir irgendwann eine Feuerfertigkeit. Das würde auf jeden Fall das Spiel vereinfachen. Aber wir haben jetzt im Moment ja auch gar keine Waffe, ne? Gut, dann reden wir mal mit Tok. Und fragen... Ah, du bist zurück. Ich da etwa ein Schlüsselstein? Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel, der zu seinem Wort steht. Jetzt kann ich meine Erkundung von Nivens verlorenen Wundern fortsetzen, bevor wir noch mehr von ihnen verlieren. Und du kannst weiter. Das machen, was auch immer du bisher gemacht hast. Ich habe viel Glück dabei übrigens, ne? Haust du rein? Hier ist ein Schlüsselstein. Der fehlende Schlüssel. Quest aktualisiert. Okay, das heißt, wir müssen Quests im Spiel erfüllen. Da gibt es bestimmt auch so Sachen wie töte 20 davon oder, ne? So die ganz normalen Quests, die man halt so kennt. Nein. Ihr habt das gerade auch im Hintergrund gesehen? Ich nicht. Können wir hier drin schwimmen? Oh, okay. Oh, wir können direkt frei schwimmen. Okay, nur nicht in giftigem Scheiß. Das ist gut zu wissen. Kann ich hier durch? Nee. Unser Sauerstoff ist auch nicht unendlich. Nicht mal ansatzweise. Au! Oh Gott! Was war das denn? Was ist da? Hä? Was? Ich kann es nicht richtig sehen. Ach, da sind Dornen. Kann ich ja irgendwie drunter durch? Nein. Kann ich nicht. Good to know. Das kann ich nicht. Aber ist die Karte jetzt so aktualisiert, dass ich... Es ist echt... Man sieht halt auf dem Bild immer da, wo ich zuletzt gestorben bin und wo ich weitergehen kann. Oh Mann. Schon traurig. Kann ich denn hier mir was anzeigen lassen? So... Nee, zeigt ja nichts an. Oh, mein Kopf ist jetzt einfach nur davor. Nee. Höpp. Okay, aber hier kriegen wir auch... Kriegen wir jetzt eine Fähigkeit. Aua. Lauf. Ha. Ha. Wow, alter Schwede. Ja, alles klar. Ich hab's verstanden. Hä, wie sollte ich denn da vorbei? Ah! Ah! Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Gib mir die Fackel! Hau ihm eine rein! Hau ihm richtig eine rein! Hier! Das ist ein Bossfight! Was? Wie weiche ich dir denn aus? Hä? Wie? Aber wie? Oh, okay, wenn man da ein bisschen springt, dann kriegt man nicht direkt aufs Maul. Ja, alles klar. Au. Hä, aber wie weiche ich die denn aus? Ich hau dir jetzt richtig in den Kleister hier. Hä, ich weiß nicht, wie ich ihm ausweichen kann. Ach so, kann ich noch weiter weglaufen? Nö. Was soll ich denn tun? Muss ich einfach nur eine Zeit lang überleben? Hä? Was? Was erwartet das Spiel von mir? Muss ich irgendwo anders hinlaufen? Nee. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir erwartet, tatsächlich. Außer, dass ich ihm hier eine reinhaue. Aber kann ich mich einfach hier in der Ecke verkriechen und ihm auf die Fresse hauen, wenn er nahe kommt? Nee, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe! Okay, vielleicht geht das. Geh, lass mich! Ah, okay. Okay, es ging einfach nur um Zeit. Alles klar. Heil. Das war knapp. Errungenschaft. Ja, wir machen wieder mit Errungenschaft, Leute. Alter, warum ist meine Fackel weg? Oh, Leute. Ist das schon spannend hier am Anfang. So, Leute, ich würde sagen, haut da rein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Ori and the Will of the Wisps mit hoffentlich finden wir Nu wieder. Oh, der Intro-Part. Es ist einfach so ein geiles Spiel. Es macht es schon wieder... Wir haben immer noch keine Kampffähigkeit oder irgendwas. Man konnte zwar eben sehen, dass wir auf B und Y oder irgendwas bekommen, aber inzwischen bin ich mir unsicher, wann. Aber ja, dann würde ich erstmal sagen, haut rein. Danke fürs Zusehen, abonniert meinen Kanal. Verpasst dieses Projekt bitte nicht. Es ist wirklich, also mir gefällt es jetzt schon mal richtig gut. Aber ich bin auch ein riesig großer Ori-Fan einfach. Also der erste Teil hat mich schon übelst mitgenommen. Gerade das Ende habe ich geheult, wie ein Schloss und... So, ja genau, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch nochmal den ersten Part angucken. Also nicht den ersten Part, das erste Projekt. Ori und, ich habe ein Loch im Gehirn. Ich weiß nicht mehr, wie der erste Part heißt. Guckt einfach oben rechts ins i. Da werdet ihr auf jeden Fall den Infocard finden, wo ihr zur Playlist kommt. Haut rein, danke fürs Zusehen, abonnieren, liken, kommentieren. Kommentieren, ganz wichtig. Kann ich das Projekt noch irgendwie besser gestalten? Habt ihr irgendwie Bock, dass ich das anders gestalte? Irgendwelche Ideen, immer gerne raus damit. Haut rein, danke fürs Zusehen und tschüss.